So, und damit ganz herzlich willkommen zu dem kleinen Ergänzungsvideo von dem Mod-Tutorial von den Bahnhöfen als Asset. Und zwar habe ich beim Erstellen von den zwei Teilen noch etwas vergessen, besser gesagt. Ein paar Leute haben mich auf ein Problem angeschrieben. Und da kam mir der Einfall, dass wir noch was ändern müssen. Und das Ganze zeige ich euch jetzt. Und zwar greifen wir, wenn wir auf unsere Construction-Datei gehen, sehen wir ja, dass wir auf die Datei Station, Train, D-Dorf und dann beispielsweise hier unten an dem Bahnsteig darauf zugreifen, auf diese MDL. Da können wir mal kurz hingehen. Das wäre in diesem Fall Bandion, dann wie gesagt Rest, Models, Model. Der Rest findet ihr dann dort, das wäre dann Station, Train, D-Dorf. Wie gesagt, hier haben wir dann unsere ganzen MDLs. So, da müssen wir nämlich eine Kleinigkeit ändern, denn die Leute, die ein Problem, besser gesagt Abstürze bei jeglicher Art von Bahnhöfen als Asset haben, und zwar hat das Spiel einfach ein Problem damit, dass Assets Nodes haben, also Lanes. Von uns vergebene Lanes, darauf kommt das Spiel einfach bei Assets nicht klar. Aber das geht ganz einfach. Wenn wir, wenn ihr diesen Bahnhof als Asset-Mod als eigenen Mod gemacht habt, dann kann ich euch empfehlen, tut's damit rein, weil dann habt ihr das schön übersichtlich. Da fangen wir dann einfach an, hier bei Res. Dann fangen wir mit einem neuen Ordner an, mit Models. So, in den kommt dann logischerweise dann der Model-Ordner. So, dann würde ich hier nochmal einen Ordner machen mit Asset. Und in diesem Ordner würde ich euch dann empfehlen, das zu verteilen. Das heißt, einmal würde ich dann hier reinschreiben, Düsseldorf, also dann würde ich noch hinschreiben von wem, also von Bandion unterstrich Düsseldorf. So, wenn ihr da noch weitere habt, ja, dann könnte man hier zum Beispiel auch noch Bandion Regio Bahnhof hinschreiben und so weiter, dass ihr das einfach so ein bisschen unterteilt. So, in diesen Ordner gehen wir nun rein. Und in diesen Ordner kopieren wir einfach mal unsere kompletten MDLs rein. Von dem Standard-Mod. So. Da wir logischerweise von einem Bahnhof immer alle Models haben möchten, damit wir einfach eine große Auswahl haben, müssen wir nun in allen Models, die wir hier reinkopiert haben, müssen wir sie öffnen. Ja, dazu empfehle ich Notepad++. Ja. Hier sehen wir zum Beispiel gerade einmal die Lanes und auch nochmal einen Straßenanschluss, was in der normalen Datei mit drin ist, ist nicht zu empfehlen, weil wir brauchen das einfach nicht. So, das geht ganz einfach. Einmal hier oben, wenn es drin steht, die Local Unit UL rauslöschen und dann sozusagen alles, was in Metadata drin steht. Wir brauchen keinerlei Metadata. Ja, das kann ich euch mal kurz zeigen. Kurz an dem umgeänderten Mod von mir. Ich habe den jetzt einfach in den Standard-Mod mit reingemacht. Empfehle ich euch jetzt nicht. Legt es wie gesagt bei eurem eigenen Mod an. Ist ein bisschen übersichtlicher. Ihr behaltet den Überblick. Genau, ja, können wir mal kurz reingucken. Genau, hier steht nämlich überhaupt gar nichts in der Metadata drin. Und das hier oben habe ich jetzt vergessen, könnt ihr auch noch zu Fehlern führen. Deshalb, wenn ihr dann eh schon dabei seid, das Ganze umzuändern, lasst oben Function Data stehen und lasst die Lane Unit raus. Genau, wenn ihr Notepad++ verwendet, dann könnt ihr einfach mal kurz hier auf diese Klammer klicken, dann seht ihr, okay, das ist die Gegenklammer da dazu, also löschen wir alles da raus. Und dann könnt ihr das Ganze speichern. Und das müsst ihr, wie gesagt, bei allen euren MDLs machen.
Und zusätzlich müssen wir dann natürlich auch wieder zurückgehen in unsere Construction und müssen selbstverständlich diesen Dateipfad ändern. Ja, weil wir möchten ja jetzt nicht auf die Model zugreifen mit der Lane, sondern gerade unsere ungeänderte. Dazu einfach kurz parallel ziehen und dann seht ihr nämlich ganz genau, wo ihr das reinspeichert. Genau, den Namen würde ich jetzt nicht umändern, die passen ja alle, die sind ja alle unterschiedlich. Deshalb müssen wir jetzt lediglich hier umändern, müssen wir das umändern zu Asset Schrägstrich Bandion unterstrich Düsseldorf und dann auch nochmal ein Schrägstrich. So, weil nun greift er auf diese MDLs zu, wo ihr dann, wie gesagt, die Lanes rauslöscht und dann sollten die ganzen Abstürze und alles weg sein. Wenn ihr dort immer noch Probleme habt, dann, wie gesagt, schreibt mich immer noch an, dann können wir das Ganze mal mit der STT out probieren. Ihr müsst hier die Lanes rauslöschen, damit das Ganze so aussieht, die Metadata leer und hier oben die Lane-Unit rauslöschen. Genau, und hier den Dateipfad Models und Model müsst ihr nicht angeben hier bei dem Dateipfad, weil ihr hier unten schon eingibt .mdl, das heißt, das Spiel weiß, es sucht in Models Model. Das heißt, wir müssen nur noch auf den Unterordner Asset und dann Bandy und Düsseldorf. Genau, das müssen wir. Das könnt ihr dann einmal schreiben und dann einmal kopieren. Zack. Und somit sollten die ganzen Probleme und Abstürze, die ihr eventuell beim Bauen habt, erledigt sein. Wie gesagt, wenn ihr aber immer noch weitere Probleme habt, schreibt mich an. Ich bin immer für euch da. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr sowas wieder sehen möchtet, vielleicht auch mit einem anderen Bahnhof, schreibt es unten rein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.